Ja, Wolfgang Breuer, Leiter der Feuerwehr Bornheim und Einsatzleiter. Wir sind hier in Bornheim-Sechten alarmiert worden zu einem B3-Küchenbrand. Bei Eintreffen stellte sich die Lage wie folgt dar. Die betroffenen Personen aus dem Gebäude waren bereits heraus, hatten erste Löschmaßnahmen selber versucht. Das Feuer war im Erdgeschoss ausgebreitet und dehnte sich bereits aufs Obergeschoss vor. Durch die Vornahme von mehreren Rohren im Innen- und Außenangriff konnte das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch ist das Haus jetzt nicht mehr bewohnbar. Wir waren mit ca. 45 bis 50 Kräften vor Ort. Die Bewohner des Gebäudes müssen jetzt anderweitig untergebracht werden. Verletzte gab es keine? Die Bewohner sind nicht verletzt. Ein männlicher Bewohner hatte versucht, das Feuer noch zu löschen, hat ein bisschen Rauchgas eingeatmet, aber laut Rettungsdienst ist er auch wohlauf.